Hey Leute, hier ist das Toast und ihr seht hier gerade ein Team Snipers Gameplay von unserem lieben Editor GGC One-Shot. In der Runde macht er zwei Triple Kills. Eine gute KD hat er auch, die ich jetzt allerdings nicht genau weiß. Allerdings soll es ja heute auch nicht übers Gameplay gehen, sondern über was ganz anderes. Zunächst erstmal ein paar Sachen vorab. In den nächsten Tagen kommt wieder ein Video, ein One-on-One von mir und dem Rockstar. Habt ihr ja gesagt, dass es euch interessiert, also zumindest die Mehrheit, denen hat es gefallen. Die Qualität ist leider noch nicht besser, denn wir haben am Anfang erstmal 8 One-on-Ones gemacht, haben das alles schon aufgenommen, wir haben keinen Bock, das nochmal zu machen. Die Soundqualität ist nicht so super, aber ich denke, damit kommt ihr schon klar. Des Weiteren, ich hoffe, euch hat die Top 15 gefallen. Wir wollten ja eigentlich nur Top 10 machen. Allerdings waren dann so viele Clips, die eingesandt wurden, haben wir uns gedacht, kommen wir Top 15, bringt's auch. Heute will ich nur ganz kurz ein wichtiges Thema eigentlich anschneiden, und zwar Halo 4. Ich werde jetzt nur ganz kurz sagen, das Gameplay geht glaube ich insgesamt 6 Minuten. Ich werde euch nur ganz kurz sagen, was ich mir vom Multiplayer erhoffe, also in Kurzfassung. Ich weiß, ich könnte darüber 1,5 Stunden oder so labern, und wenn ich mal ein Video machen soll, wo ich generell über Halo rede und wie ich Halo finde, wie ich jeden einzelnen Halo-Teil finde, was ich von Halo 4 alles erwarte, also auch der Kampagne, Firefight und so weiter, dann schreibt es in die Kommentare, wenn es euch interessieren würde. Dann würde ich das auch irgendwann nochmal machen, wahrscheinlich noch mit ein paar anderen Leuten. Gut, fangen wir an. Ganz kurz muss ich dazu nochmal sagen, den Vergleich zwischen Halo 3 und Halo Reach. Halo 3 ist geil, Halo Reach ist scheiße und geil. Also Halo Reach, was mir überhaupt nicht gefällt, sind erstmal die Maps. Und da kommen wir auch gleich schon zu Halo 4. Ich möchte nicht, dass die Maps so typische Call of Duty Maps werden. Zum Beispiel Boardwalk oder Uncaged. Das sind für mich so typische Call of Duty Maps, die nicht irgendwie symmetrisch sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Asylum oder eben in der MLG-Map Sanctuary, kommt ja aus Halo 2. Oder zum Beispiel Zealot oder Countdown, das sind für mich richtige Halo-Maps. Oder, also wisst ihr, einfach die symmetrisch aufgebaut sind. Da ist es egal, auf welcher Seite du spawnst, du hast die gleichen Chancen. Und dass es nicht in einer Hälfte der Map irgendwie die bessere Position gibt, wie auf Boardwalk, wo auf jeden Fall die Leute, die die obere Hälfte haben, also die bergauf ist, die im großen Haus, die haben auf jeden Fall eine bessere Chance, weil man dort einfach von oben angreifen kann. Damit hat man meistens gewonnen. Ja, das ist, also ich möchte wirklich so synchrone Maps haben. Und was mich dann in Reach wieder so ein bisschen, was ich wieder ein bisschen gut fand, und zwar, dass es die Schmiede gab, dass man da so richtig gute Maps bauen konnte. Und so gab es ja auch wieder richtig viele coole MLG-Maps. Und das einzige richtig Dumme daran jetzt war, dass es einfach alles grau ist. Also, ich weiß nicht, mir geht es langsam echt auf den Sack, es kommt eine neue Map raus, die lässt sich so geil spielen wie noch nie, aber sie sieht einfach grottenhässlich aus. Und es ist jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe mich mal umgehört und im Internet was gelesen. Es sind 343 Studios, die wollen das vielleicht so machen, also es waren ein paar Skizzen, die sie entworfen haben. Ob sie es gut umsetzen, hoffe ich doch, glaube ich auch, dass sie das können. Und zwar, dass man wie, wenn man die Schmiede startet, dass man wie so einen ganzen Halo-Ring hat und dann aussuchen kann, auf welchem Teil des Halo-Rings man schmieden möchte. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Eiswelt, eine Naturwelt, also wo es grün ist, die andere Wüste und so, dass man so verschiedene Areale hat. Und das finde ich schon mal, ist ein sehr guter Ansatz dafür, dass es mehr Abwechslung gibt, also dass auch dementsprechend die Bausteine, zum Beispiel im Dschungel sind es eben dann, was weiß ich, Holzplatten oder sowas, was weiß ich, wie das in Halo 3 eben auch war. Wenn man auf der einen Map in der Schmiede war, dann sahen die Bausteine auch dementsprechend aus, also angepasst. Ja, das hoffe ich schon mal, dass es in Halo 4 so sein wird. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Wenn nicht, wäre ich schon ziemlich enttäuscht, denn so solche Maps wie Boardwalk oder sowas, da könnte ich echt kotzen, das macht gar keinen Spaß darauf zu spielen. Vor allem, das ist auch so in die Länge gezogen, das gefällt mir gar nicht. Also entweder so kreisförmig aufgebaut oder so viereckig, also nicht so länglich, das mag ich gar nicht, wie Call of Duty und sowas. Von den Waffen her habe ich gar keine Ahnung, wie sie das machen werden.
Denn einerseits müssen sie ja auch das Feeling der Waffen wieder rüberbringen. Zum Beispiel erst die VR, dann die DMR. Im Grunde genommen ist es ja das gleiche. Okay, das eine macht 3 Schuss, das andere 1 Schuss, aber spielt sich circa gleich. Jetzt muss es in Halo 4 auch sowas geben in der Art. Denn wenn sie das rausnehmen, nehmen sie einen Bestandteil aus Halo raus. Und das weiß ich gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das wirklich machen sollen. Ja, denn entweder haben sie ja gesagt, sie wollen eine Menge ändern, auch von den Waffen her. Dann ändern sie zwar die Waffen, aber dann ist es kein Halo mehr. Ich meine, wenn es keinen Rocket Launcher gibt oder der Rocket Launcher ganz anders ist oder der Nate Launcher auf einmal wird wie in Call of Duty, dann ist es kein Halo mehr, dann macht es keinen Spaß. Ja, so viel ganz kurz nur zu den Waffen. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Kurzfassung. Alles zusammengefasst, ich habe mir darüber mal länger Gedanken gemacht. Des Weiteren die Klassen. Ich möchte keine Klassen mehr haben. Ich möchte einfach nur, dass man jetzt wie in der neuen MLG-Playlist und wie in Halo 3 eben nicht mehr sprinten kann, sondern nur noch laufen kann. Eben und dafür auch höher springen kann und ein bisschen schneller laufen, aber kein Sprint. Und ich hasse diese ganzen Klassen. Ich finde es zwar gut, dass du dir jetzt in MLG kannst du zum Beispiel Evade aufnehmen, aber ja, dann hast du zwar einen Vorteil, aber deswegen finde ich, sollte man die Abklingzeit ein bisschen höher machen. Das heißt, wenn du jetzt in MLG Evade aufnimmst, stirbst, dauert 30 Sekunden, bis Evade wieder da ist. Da finde ich, könnten sie locker eine Minute draus machen, aber das sind ja nur so Kleinigkeiten, die gepatcht werden können. Gut, wie ihr seht, ich habe ein bisschen schneller geredet. Ich habe das jetzt probiert, hier alles unter diese 6 Minuten zu bekommen. Das Gameplay ist schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon hören wollt, das war jetzt nur mal so ein kurzer Einblick. Ich habe noch viel mehr mir Gedanken gemacht. Dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mal was weiß ich für ein langes Video. Schreibt einfach unten drin, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonnieren wie immer, bla bla bla. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.